Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Natalie Geisenberger wurde in Altenberg zweite. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Rodlerinnen kassieren ihre erste Heimniederlage in einem Weltcuprennen seit 21 Jahren. Natalie Geisenberger spricht von irregulären Bedingungen. Bei starkem Schneefall in Altenberg haben die deutschen Rodlerinnen ihre erste Heimniederlage in einem klassischen Weltcuprennen seit mehr als 21 Jahren kassiert. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Natalie Geisenberger, Miesbach, belegte hinter Sandra Robaccia aus Italien am Sonntag den zweiten Platz. Das Rennen wurde wegen der widrigen Bedingungen auf einen Lauf verkürzt. Rang 3 belegte die Russin Viktoria Demchenko. Das waren keine regulären Bedingungen, sagte Geisenberger. Da muss man sich aus meiner Sicht überlegen, ob so ein Rennen überhaupt Sinn macht. Ich verstehe auch nicht, warum der erste Lauf gefahren wird und der zweite dann nicht. Die Bedingungen haben sich ja nicht mehr geändert. Am Mittag wurde auch noch die als Abschluss geplante Teamstaffel abgesagt. Geisenberger, als eine der letzten Starterinnen in der stark verschneiten Bahn, zeigte sich unter diesen Umständen mit dem zweiten Platz dennoch sehr zufrieden. Taubitz nicht einmal in den Top 20. Deutlich härter traf es mit Blick auf die Gesamtwertung Vize-Weltmeisterin Julia Taubitz Oberwiesenthal, die nur auf dem 24. Platz landete. Die Olympia-Zweite Diana Eidberger Ilmenau schloss eine Position dahinter ab. Für Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner Blankenburg reichte es immerhin noch zum 7. Rang. In der Gesamtwertung ist wohl spätestens jetzt eine Vorentscheidung gefallen. Geisenberger liegt mit nun 782 Punkten deutlich vor Taubitz 651, die in den letzten drei Rennen auf zwei Ausrutscher der Favoritin hoffen muss, um noch einmal angreifen zu können. Zuletzt war im November 1997 der Sieg auf einer deutschen Bahn in einem klassischen Weltcuprennen nicht an eine deutsche Starterin gegangen. Andrea Tagwerker aus Österreich siegte damals am Königssee. Punkt. Nur im nicht-olympischen Sprint gab es seither vereinzelt Gastsiege in Deutschland.